Ha, und ich komme zu einem Let's Play. Vielleicht schnappst du da Breath of the Wild. Es geht natürlich. Ich gehe weiter und. Da ist ein riesiger Baum, auf den ich jetzt klettern muss. So, let's go, Link. In der letzten Folge haben wir die große Fee Misha befreit. Und haben. Also, ich habe es auf jeden Fall. Einen Krog sehr schlau gelöst. Also, fand ich auf jeden Fall. Link schaut, alles klar. Und heute will ich nach Tabula Rasa. Und Zug habe ich ja nicht geschafft, deswegen versuche ich es heute. Und ich denke, ich könnte es schaffen. Verdammt. Den ist einfach nicht gekillt. Stopp! Geh jetzt einmal ein Pferd. Oh. Das macht so Spaß. Lol, der hat einen Ritter zwei Hände, sehe ich gerade. Den hätte ich sehr gern. Oh no. Aber egal. Oh, das ist ein Krog. Perfekt. So, ich fahre nach Tabula Rasa. Also, let's go. Ich denke, ich muss erst zum Schrein gehen. Jetzt hat einfach einen Hammer rum, alles klar. Oh lol, alle Krogs sind nicht geschafft. Perfekt. Und das hat noch einer. Egal. Und ganz schnell sein. So, ich habe mich kurz mitgesprengt, aber egal. Ja, super. Und geschafft. Perfekt. Der Kenshika-Schrein. Let's go. Und eine Kraftprobe. Mitzel. Egal, auch ohne Pfeile kann ich es schaffen. Habe ich mich schon mal fotografiert? Ich glaube nicht. Ohne Axt würde ich haben. Ne, habe ich schon nicht fotografiert. Geiles Foto. Ich würde gerne einfach meine Schwert nehmen. Perfekt. Also, let's go. Oh, hoffentlich kommt es zuerst an. Schade, ich dachte, ich kann über alles drüber springen. Verdammt. Wait. Nix juckt das Ding mehr. Oha, das ist Schaden. Nehme ich alles gerne mit. Oh, Reaktorkern auch noch. Perfekt. Eine Wächterachse plus habe ich glaube ich noch nie gehabt. Sieht aber geil aus. Genauso wie das Schwert. Jetzt habe ich einfach das ganze Set. Und als Belohnung gibt es hoffentlich irgendwas Cooles.
Und es war 4. Ganz nice. Also wieder raus. Nice. So, dann will ich sagen. Lol. Geht's weiter? Sind es mich, dass er nicht einsammeln kann? Was sind das? Krogblumen. Was ist das? Oh, waren einfach nur Blumen, okay. Warum ist nicht Metallfelsen? Keine Ahnung. So, nächster Krog. Ich überlege, ob ich die Inseln direkt mitmache. Ja, komm, let's go. Oder nie, komm. Erst soll ich nach Taborasa. Denn das wollte ich schon in der letzten Folge machen. Aber hab's dann nicht geschafft. Soll ich reiten? Okay, so. Also, let's go. Ah, die haben alle leuchtende Augen in der Nacht irgendwie. Lol, hey, ich dachte, ich kann vorbeireiten. Was, Monsterlager? Gut, ich war mich ganz sicher, ob ich das schon gemacht habe. Aber anscheinend schon. Ich will eigentlich ganz überrennen. Ups. So, ich muss jetzt da runter. Ich will gerade, was ich hier alles machen kann. Also ich denke, ich werde hier erstmal die ganzen Crocs erledigen und dann ein bisschen durchrushen bis hierher. Da ist nämlich ein Institut. Das würde ich gerne auch noch demnächst machen. Dann ist da ein Schrein. Also. Oh lol, da unten ist erst der Weg. So, ich weiß nicht, aber ich habe früher die Skorpion übersehen. Kann eigentlich auch mit dem Pferd das geschafft werden? Ja. So ein nerviger Krog schon wieder. Was zum? Kann ich überhaupt Kuppel klettern? Nee, oder? Ah, muss ich gar nicht. Und ist da Gras im Wasser? Keine Ahnung. Ich denke schon. Jetzt geht's aber erstmal nach Taborasa. Oh, ich habe meinen Krogs vergessen. Ich habe einen Krog sowieso erst hier unten dann. Sollen wir auffinden. Das ist nicht schlimm. Was macht denn Dings? Taborasa. Perfekt. Ich denke, bevor ich mit Dummster rede, werde ich erstmal ganz kurz mir ein Herz abholen.
Und dann geht es in der nächsten Folge schon an ein neues Ausdauerteil. Wenn ich einen Schrein hier da noch finde. Perfekt. Jetzt habe ich jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Warte, ich muss ganz kurz nachzählen. So, wir haben jetzt 12 Herzen. Das ist sehr nice. Hi, Dumpster. Oh, hallo. So sieht man sich wieder. Du bist doch Dumpster, oder? Ja, von Yolanda. Ah ja, stimmt. Ich auch. Was machst du hier? Ich habe den Auftrag bekommen, hier von Grund auf ein neues Dorf zu bauen. Tabula Rasa, sozusagen. Ich nenne nicht das Dorf Tabula Rasa. Guter Name. Tja. Was? Mit dem Baumaterialien der Firma konnte ich ein Haus errichten, aber für ein ganzes Dorf fehlt mir einiges. Zum Beispiel. Arbeiter, Material, Geld. Ich helfe dir. Passt schon. Du hättest ja nichts davon. Trotzdem. Das wäre mir wirklich eine große Hilfe. Gut, dann zur Sache. Bevor wir Leute einladen, brauchen wir ausreichend Unterkünfte. Kannst du dir das in Holzbündel besorgen? Zum Materialien in der Firma müsste ich dir noch ein paar neue Häuser bauen können. Wie viel habe ich denn? Ich habe 7. Okay, gut, dann hake ich kurz den Baum da vorne um. Ich denke, dass wenn der Wächter-Axt sogar noch mehr Holz bekommt. Bin mir aber nicht sicher. Ups. Nee. Sagen, dass ich dann später die ganzen Sachen einfach rauskarte, wenn ich hier Holz farme für den. Nice. Aber jetzt waren es nur 3 Holzbündel, deswegen ist es nicht so schlimm. So, Dumpster. Oh, hallo. Und du hast hier ein Holzbündel? Ja. Kann ich die bitte haben? Ja. Das ist ja wirklich eine große Hilfe. Als nächstes. Ja. Ich muss das Fertig bekommen, um etwas zu bauen, aber ich kann es nicht allein schaffen. Ja, also, ich weiß nicht, aber ihr braucht halt Muskelkraft. Ein Gerone wäre also vielleicht erste Wahl. Es wäre schon eine große Zuversicht, jemanden zu finden. Ah ja, und noch etwas. Gemäß den Richtlinien des Bauunternehmens Yolanda muss der Name auf da enden. Wenn du irgendwo auf der Welt solche Leute findest, dann lad sie nach Tabula Rasa ein. Alles klar, ich würde sagen, dass ich dann gleich mal mich auf den Weg mache und nach Coronen suche. Aber ich würde sagen, dass ich jetzt erstmal ein bisschen weiter kunde. Ich denke, jetzt kann ich alles noch später ein bisschen machen. Zwischendrin mal. Denn ich brauche nämlich auch noch ein Orni oder eine Gerudo. Und das kriege ich halt mit meinem jetzigen Stand noch nicht ganz hin, weil die halt hier unten und dort oben leben. Aber egal, irgendwann schaffe ich es noch. Also geht's wieder mit Krogs sammeln. Und so lasse ich mir das vielleicht auch hier diese Quest mal mache. Dann habe ich dafür heute schon wieder 2 Schreine geschafft. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob es jetzt hier auch wirklich eine Quest dazu gibt. Kannst du kurz den Wolf killen? Solange die wegrennt, ist alles okay. Sorry, Wolf. Ich mag Wölfe eigentlich, aber wenn die so gemeint sind. Wenn Link sich schon so anstellt, kann es ja nichts werden. Boah. So knapp, aber eigentlich soll man es auf eine viel coolere Art und Weise lösen. So soll man eigentlich. Ich kann es sogar kurz ausprobieren. Das Rätsel starten. Dann hier drauf springen. Dann hier drauf. Dann hier drauf. Und dann eigentlich noch nach drüben. Dann hier rauf und dann kann man es schaffen. Aber egal. Hier gibt es außerdem noch eine Grogblume. Anscheinend kann man es mit Schildschlittern schaffen. Ich probiere es mal.
Ich habe schon die erste Blume verpasst, wo die war. Da unten. Jetzt da. Aua. Funktioniert jetzt super. Lol. Perfekt, das ist die Kugel, die ich brauche. Perfekt. Aber erstmal will ich noch kurz den Krokodilrüben holen. Denn ich würde noch viel schaffen. Lol, wo ist es hier? Da oben. So, wo muss jetzt hier der Würfel hin? Oh Mann, ah. Hier, oder? Ach komm. Ist es wirklich so schwer, Link? Also, come on. Das kriegst du doch wohl hin. Okay. So ist eigentlich geplant, aber so geht es natürlich auch. Und jetzt kommt eine sehr krasse Quest, die sehr lange dauern wird. Deswegen wird es hier mal ganz kurz für euch verschnellert, denn ich muss hier diesen Kreis hier entlang laufen und es dauert halt einfach verdammt lange. Also bis gleich. So, ich hab's geschafft. Es hat jetzt ganze 6 Minuten gedauert, hier einfach den ganzen Wirbel lang zu laufen. Oh Mann. Und nein, oder? Ich gab's auf einen Weg. Und dann sehe ich erst jetzt. Uff. Ja, egal, ich hab's geschafft. Sondern Krog sehe ich gerade. Oh Mann. Da ist der Schrein. Sehr, 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 sehr nice. Der Rita Sumo-Schrein. Ich schau mal, ob es jetzt eine Belohnung ist oder nicht. Wäre sehr nice. Und ja, das ist es sogar. Nice. Und zwar ist es ein Riesenkern. Sehr nice. Das freut mich. Außerdem habe ich jetzt auch 4 Zeichen der Bewährung. Das heißt, ich kann mir dann mein Ausrottteil abholen, wo ich hier holen wollte. Oh, man braucht echt ein Schwert dafür. Anscheinend schon.
Alles klar. So, jetzt muss ich erstmal sehr schnell wieder zurückkommen irgendwie. Was zum? Was war das gerade? Ich denke, ich reite einfach mal ganz kurz wieder an den Anfang. Lol. So, ich bin wieder da. Perfekt. Es ging ja nicht relativ schnell mit Fleckis hier lang zu reiten. Denn Fleckis ist ein sehr schnelles Pferd irgendwie jetzt geworden. Pona ist zwar schneller, aber irgendwie mag ich Flecki. Ich habe auch Bock mit Flecki dann am Ende gegen Ganon zu kämpfen. Ja, jetzt geht es mir nach oben. Oh nein, ich gehe jetzt auf die Inseln da. Die will ich nämlich noch kurz abhaken. Das sind Wächterdrohnen. Bei denen mich nicht so fein. Aber egal. Da gibt es doch, glaube ich, noch einen weiteren Schrein, wenn ich mich nicht irre. Und hier ist keine Pfeile, damit ich mich windbomben kann. Aber wahrscheinlich habe ich keine mehr. Ich ziehe schon mal meine Kletterausrüstung an. Let's go. Ich hoffe, es reicht. Aber ich denke schon. Wenn ich einfach nur hochkletter, kannst du es werden. Also hier auf den Inseln, die halt nach Tingle und seinen Geschwistern benannt ist, gibt es sehr viele. Verdammt. Nein! Ich beschütze dich. What the heck? Oh nein. Ja, okay, gut. Ich denke, ich komme ja nicht mehr hoch und ich hoffe, ich schaffe es noch bis zum Ziel. Also bis zum Land. Ja, der letzten Ausdauer hat es auch geklappt. Okay. Ich habe einen anderen Weg finden müssen, dort hochzukommen. Das ist eine richtig gute Idee, wie ich hier rüberkomme. Also auf die andere Seite. Also auf die andere Insel. Und zwar werde ich einfach die Brücke nehmen, die dorthin führt. Oh, doll. Ich habe guten Wind erwischt. Und die Blumen sind echt wieder weitergewachsen. Das freut mich. So, Link hoch mit dir. Das höre ich. Doch, natürlich. So, ich bin zwar nur auf 1,5 Herz, deswegen werde ich mich mal ganz kurz heilen. Mit lecker Palmfrüchten. Also, let's go. So habe ich hier auf der Karte, nämlich hier bei der Insel Davi, so eine Brücke gesehen auf der Karte. Ah, das sind unsere alten Freunde von vorher. Ich habe irgendwie nochmal Bock jetzt ganz kurz. Das macht so Spaß. Dummkopf. Also. Wo ist jetzt hier die Brücke? Ich denke, bevor ich die Brücke. Oh, bin da vorbeigelaufen. Hole. Werde ich mal ganz kurz auch darüber reiten. Elektro, weg damit. Oh Leute, ich kann damit kein Dingsen. Okay. Nicht schlimm, was ist das denn für eine Insel?
Au, oh, okay, da unten gibt es auch noch eine Quest. Die werde ich aber erst machen, wenn ich hier im Sora-Gebiet dran bin. Ja, fast die Sterne runterholen. So. Perfekt. Also hat es ja erledigt. Ist doch ganz unten noch überhaupt irgendwas. Jetzt habe ich auch noch einen Weg zum Laufen, glaube ich. Ja, ganz da unten. Das ist sogar ein Fuchs und es gibt auch eine Küste anscheinend, wenn da unten so ein extra was rumschwimmt. Was? Och nö. Hier im Hin. Och nö. Aber hier kann ist noch ein guter Ort für Flecki. Ja. Perfekt. Oh, jetzt ist er wieder hier. Oh, dreimal. Let's go. Also, ich hab mega Bock. Oh no. Nein, Flecki. So, ich hoffe, dass Flecki mit rüber kann. Komm. Perfekt. Okay. Wie machen wir das jetzt am besten? Nein! Flecki. Wait, lebt Flecki noch? Flecki lebt? Nein, was macht Flecki jetzt da unten? Ist es nichts? Einfach schwimmt doch Flecki. Flecki schwimmt. Aber wo schwimmt Flecki hin? Es gibt keinen Weg dahin. Da unten raus. Kann ich Flecki von unten hochtippen? Und wie hat Flecki es überlebt? Flecki ist definitiv auf den Steppen aufgeklatscht. Alter. Ja, bei Regen kannst du nicht so viel machen. Ja! Flecki lebt noch. Oh mein Gott. Flecki. Nein, stopp, nicht runterspringen. Und ihr. Halt mal schon weg von Flecki. Hä, hey, WTF? Jetzt. Boah, es tut mir wirklich leid. Alter, hab ich keinen Schock bekommen. Na, würde ich sagen, was in der Folge. In der Folge geht's auf die Inseln hier. Also, ich bin schon da, aber mit den Crocs geht's weiter. Boah, Alter, bis zum nächsten Mal. Und ciao.